Aber Yoshi, Salve Leute, Yoshi hier und danke, dass du mir die Begrüßung versaut hast. Ich bin. Hier steht übrigens ein PC. Hey, guck mal her. Was? Was? Mein PC steht da? Nö, nee, das wüsste ich aber. Was? Hier, guck. Boah, voll hardcore, Alter. Kann bestimmt benutzen hier. Komm, wir machen jetzt mal ein bisschen Action, ja. Im letzten Part hatte ich mich ja ein bisschen umdesignt, ja. Jetzt bin ich hier ja, der. Ich auch, kann man hier sehen. Ich sehe nämlich. Der brutalste Hund auf Erden. Ja. Ey, hör auf. Faustkampf! 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 Ey, Junge! Junge! Ja, kannst du mal aufhören? So, dann zeigen wir nämlich euch ein neues Feature von Saints Row. Ey, nämlich Junge! Das Spiel! Den Spielmodus Katz und Maus! Nee, bitte nicht! Wir wollen Missionen machen! Nein! Sicher? Ja. Wir scheißen zwar alle auf Pierce, aber komm, dann machen wir halt trotzdem Missionen. Schade. Hör auf, wir machen Missionen. Los, Auftragsstart mit JVLP. Okay, tschüss. Ey, Junge, lass mich nicht einsteigen. Nein, lass mich einsteigen. Nein! Shit. Dafür kann ich ja besser fahren als du, also passt das. Das ist ein bisschen von Churchill. Und morgen stellen wir ein Penthouse im Stadtzentrum. Und ich glaube, das ist. Meine Stimme. Und, ach, hast du auch deine Stimmbänder erneuern lassen? Die waren ja ein bisschen ungeölt in den letzten das ist, Parts. Ich, die Mission, wo wir unsere Dingens da bekommen. Nicht spoilern, Jay. Die wissen das noch nicht. Die haben das Spiel noch nie gespielt. Übrigens, ich wechsle jetzt das Auto. Warum? Weil es brennt. Nein. Komm, es geht doch. Einmal geht. Yeah. Ja! Und du hast es voll abgekriegt, sehr gut. Ach nee, ich bin ja auch einfach stehen geblieben. Könnte mal, Alter. Tschüss. Oh yeah, übrigens, wo ist mein Kopf? Ich hatte doch eben noch einen Hundskopf. Hey, mein Hundskopf ist weg. Alter! Reaper! Dein Ernst, dafür hast du Geld ausgegeben. Dafür hast du Munition ausgegeben. Alter! Sobald Katz und Maus geht. Warum geht denn Katz und Maus nicht? Los, lauf! Lauf, noch 10 Sekunden, Alter! Wenn ich sterbe, dann machen wir diese Mission nicht. Alter! Lauf! 5 Sekunden! 3! Oh mein Gott! Nein, du schaffst es nicht! Ja! Eine Sekunde vor Ende. Reaper-Drohne halt, ne? Na komm, komm, Alter! Ja, geht doch! Nein! Nein, ich will mal fahren, ich bin doch eh viel besser im Fahren als du. Ja, ja, ja! Hab ich gemerkt! Ey, das Auto hat sich da weggedreht, gerade hinter uns. Und übrigens. Warum leckt der eigentlich gerade so? Die Autos generieren sich vor mir einfach so. Weil du einfach keinen guten PC hast. Klar, ich bin heute im Internet die ganze Zeit schon, oder? Keine Ahnung, Telekom halt, ne? Aber bald bekommen wir neues Internet, bald bekommen wir neues Internet, bald bekommen wir neues Internet. Und jetzt, oder was? Ja, 50. Alter, fick dich. Klaro. Weißt du, dann lädst du so in 10 Sekunden hoch. Nee, in einer Stunde vielleicht, wenn ich Glück hab. Ja, hatte ich jetzt schon hoch in der Stunde. Wenn der Part dementsprechend klein ist, natürlich. Ja, ne? So, wenn jetzt Part 10 MBO groß ist, dann lädt es innerhalb von einer Stunde hoch. Nee. Ja, und wir fahren jetzt zur Mission, denn wir scheißen nicht Alter, auf Pierce. Du fährst die ganzen Leute um. Alter, wohin fährst du? Ich fahr zu. Ey, ich lauf lieber, das ist zu blum, ja. Zu blum. Das ist blöd. Du hast die Ampel abgeräumt. Welche Ampel? Da war eine Ampel, habe ich gar nicht gesehen. Gut zu wissen. Dann weiß ich das fürs nächste Mal. Genau, wenn sie dann wieder aufgebaut ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir verfolgt werden. Ach nee. Wie viel Meter bist du entfernt? Was? Wie viel Meter du entfernt bist? 213. Wie viel jetzt? 188. Hilfe! Ich werde beschossen. Okay, ich nehme das Polizeimotorrad, das wird besser. Brauchst du nicht, bin schon da! Ich bin toll. So gut. Jetzt wollte ich gerade das Polizeimotorrad klauen, dann.
Ja, immer ich, ne? Planet Saints. Also ich finde die StarCraft Ladescreens sind Hintergrundbildmäßiger. Cutscene! Geile Party! Yeah! Miau! Ey, mach nicht Hardy nach. Besser? Miau! Nee, kann das nicht. Oh yeah, das ist geil. Das da ist das Arschloch in seinem Pool. Nee, da ist das Arschloch in seinem Pool. Oh yeah, let's... let's do it. Yoshi hat Hunde an Dingensens, was auch immer. Let's do it. So, wir müssen jetzt nämlich das Domizil hier erobern, damit es unseres wird. Wie kommst du da drauf? Hua, wer braucht einen Fallschirm? Hey, wer braucht den Fallschirm schon? Ja, wenn du verfehlst, lach ich dich aus. Scheiße. Fallschirm schließen. Ja, Mann. Oh, shit. Alter, nicht dein Ernst, oder? Nicht dein Ernst. Alter, nein! Nein! Du bist genau da drauf liegen geblieben, was fällt dir ein? Mann, du bist so ein... No! Mann! Ich einfach nur aus wie mit dem Kopf an der Wand und mit so gespreizten Beinen liege ich direkt auf so einem Träger drauf. Ich kann nicht aufstehen. Verlegt mich wieder. Wir haben verloren. Geht jetzt nicht. Wie denn? Oh nein. Ernsthaft, jetzt muss ich. Toll, danke, Jay. Ein Pater wurde getötet, weil du zu riskant warst hier. Mann. Das ist riskant, ich wollte durch das Dach einfach brechen. Dann bleibt er so auf dem Träger hängen. Kann ich auch nichts für. So, wir machen jetzt mal Synchronspringen, ja? 3, ey, was war das jetzt? 3, 3, 2, 1, spring! Nein, verdammt! Gerade waren wir synchron. 3, 2, 1, los! Ey, Alter, der Heli ist irgendwie explodiert, glaube ich. Sicher? Yeah, Mann! Boah, shit! Ich hab nicht meine Fallschirm geöffnet. Ist geil, ne? Sean, die Amen. Ein paar Headshots austeilen. Oh geil. Genick brechen! Den hier sollen wir besiegen anscheinend. Welchen sollen wir besiegen? Den da? So, hab ihn. Oh nein, ich will die Reaper-Drohne nicht verwenden. Hab ihn. Fahr zur Hölle. Ja, genau, so ist das. Hältst du mir mal gerade den Rücken frei und hörst auf mich zu beschießen? Zack! Achso, ich soll den Rücken frei halten, das wäre neu. Ich werf einfach eine Granate. Ach, das ist noch geil. Und ich werf einen menschlichen Schild. Weil das viel cooler ist. Oh Mann, nein! Da, geil! Oh toll, wir failen einfach nur die ganze Zeit. Nein, du bist gestorben, eindeutig. Du bist früher gestorben als ich. Mann, Jay. Wir sind beide gestorben. Nein, du bist gestorben. Ich bin gestorben in dem Versuch, dich wiederzubeleben. Aha. Ja, ich hab... So, 3, 2, 1. Wait! Nein! So, versuch mal den Fallschirm nicht zu öffnen. Und trotzdem da drin zu landen. Ja, genau. Also wenn du das triffst, dann gebe ich den 100er. Okay. Ich hoffe, dass wir uns niemals sehen. Nein, ich bin neben dem Pool gefallen. Ich wollte eigentlich nicht dein Pool Ernst. Gehen. Nicht dein Ernst. Jetzt muss ich bin neben dem Pool gefallen. Komm schon, beleb mich wieder. Noch 20 Sekunden. Yay. Ich bin neben dem Pool gefallen. Ich so knapp verfehlt. Bisschen randalieren. Mit Händen. Achtung, Special Attack. Hund, nö, nicht, dass du erkennst. Du bist zwar ein Hund, der total krank ist, aber egal. Scheiß drauf. Das war die Special Attack, die hat nicht mal was getroffen. So, also, was hat er jetzt gesagt? 3-1-3-1. Klar. 3-1-3-1, das waren seine Worte. Aha. Ich soll dich bloß, nicht... Dings, ne?
Ich mach mal ein bisschen Pumpkin Action. Und ich mach mal ein bisschen hier Party. Und wir bräuchten den Menschen Schutzschild, gell? Hab ich gehört. Nee. Wollte man benutzen. Oh, der ist gekillt worden. Wir brauchen einen Aufzug. Das brauchen wir. Wie hält die bitte aus? 3 Schüsse in Oberkörper mit der Shotgun. Hallo. Soll ich dir vielleicht irgendwie helfen? Nein, bloß nicht. Wie kommst du da drauf? Oh, das war, glaube ich, einer von uns. Ja, ist klar, ey. Saints übernehmen die Kontrolle! Mitgliederbeseitigung von Morgenstern. Yeah, Verbesserung. Yeah. Oh, sorry, ich hab dich getroffen. Tut mir leid. War nicht so gemeint. Also, wir müssen alle hier umbringen. Ja. Hast du gut erkannt? Alle mit rotem Pfeil. Nee, alle die mit grünem, weißt du? Oh, jetzt verarsch ich doch nicht wieder. So, einen habe ich schon mal wieder. Da oben kommen jetzt. Achso, das ist ein Heli. Ja. Heli sollte man ausschalten. Vielleicht hätte ich mir für den Heli die Reaper-Drohne aufheben sollen. Oh, da sind 2 Polizeihelis. Komm schon, ich will in den einsteigen. Nein, ich. Egal, habe ich halt. Alter! Bitte. Achso, ich bin gar nicht tot. Ach, ich habe nur 2 Schuss. Geil. Super, das hat's ja jetzt gebracht. Der Heli ist irgendwie explodiert, glaube ich. Nee, doch nicht. Aber ich bin gleich tot. Okay, mein Leben regeneriert sich. Hinter dir. Oh, das ist Shaundi. Sollte ich vielleicht nicht abschießen. Och, mach einfach. Haben eh nichts zu verlieren. Ich kann nicht in den Heli einsteigen. Vielleicht ist das auch nicht der Sinn der Sache. Ich würde einfach so Kamikaze-Flug machen. Yeah! Wir haben outgeklärt! Yeah! Hunde an die Macht! Lass bloß nicht Hunde an die Macht kommen, ey. Die sind ganz schlimm. Bist du schon im Helikopter? Helikopter! Was ist mit denen? Folge dem Lieutenant. Ach, wir dürfen einsteigen. Ja. Ja, wir dürfen endlich einsteigen. So, jetzt kommt hier ein bisschen. Wir sollen Lieutenant folgen. Ja, ein bisschen Heli-Action. Weil wir einfach so awesome sind. Ich glaube, wir sollen möglichst wenig Aufsehen erregen. Ja, siehst du. Shaundi ist ein verdammtes Hausmädchen. So, passt das? Passt das? Ja, geil! Ach, das bist du, der da unten fliegt. Ich dachte, der Lieutenant wäre das. Ich dachte, was macht der da gerade für ein Flugmanöver? Der ist einfach awesome. Ich flieg mal über die Häuser drüber, da haben wir, glaube ich, einen kürzeren Flugweg. So, jetzt kommen hier ein bisschen Action. Ach so, das war die Mission, wo wir beim ersten Mal immer verkackt haben. Ja, weil du nicht fliegen konntest. Klar, weil ich, ja, einmal bin ich ja halt gegen das Tor geflogen, na und? Ich weiß auch noch, Action! Ein Fastabsturz von 19 Metern hatte ich gerade gehabt. Meine Türen sind offen. Hinfliegt. Nee, ich glaube nicht, dass du weißt, wo der hinfliegt. Das wäre viel zu naheliegend, dass der irgendwo hinfliegt, wo er weg kann. Also wir haben ja das Spiel, das ist ja nicht blind, zumindest. Oh, ich brenne. Blind. Also nee, ich brenne nicht, sondern ich rauche. Warum? Weil ich gerade eben einen 19 Meter Fastabsturz hatte. Und der beschießt dich, glaube ich, auch irgendwie. Nee, das ist nicht das Problem. Das sind die Raketenwerfer. Auf dem Dach, auf den Dächern. Den Kollegas. Ja, hier, Kollega ist cool, ne? Natürlich. Wir sind irgendwie schneller als der. Nee, ich glaube nicht. Das ist total unrealistisch. Ich flieg dem direkt hinterher und ich bin schneller als er. Als er. So, genau, da fliegt er nämlich hin. Beim ersten Mal bin ich hier gegen den Kran auch geflogen. Das war auch witzig. Autsch. So, kann ich den Raketenwerfer aufnehmen? Natürlich nicht.
Ich hätte gerne Hilfe. Oh, fast noch gestorben. Ja, ich sterbe gerade fast. Und du bist, glaube ich, gleich tot. Nein, wie kommst du da drauf? Geh vor. Warum schießt du auch nicht den hinter der Mülltonne ab, bitte? Weil ich keine Granaten habe. Du sollst ihn ja auch abschießen und nicht abwerfen. Ich wollte den... Nicht beim Völkerball. Ach doch, finde ich schon. Oh. Ich habe gleich keine Munition mehr. So, Catshot. Ein Catshot, den kennen auch nur sehr wenige. Also ich kenne nur Ketchup. Ja, es gibt auch noch, aber... Ach egal, was laber ich über den Scheiß eigentlich. So, ich mach mal wieder hier Objective. How do I defuse the bomb? The red wire! Cut the red wire! Good boy. Töte den Lieutenant noch einmal. Weil das ja so wenig. Oh, sie hat die Wette verloren. Was für eine Wette? Die Wette, dass es der, glaube ich, blaue Draht war. Ach so. Ich habe nicht ganz aufgepasst, weil du ja geredet hast. Ja, ja, du hättest ja sagen können, dass da geredet wird. Du siehst es doch auch. There's nothing to worry about. My thoughts exactly, Mr. Kilbane. The Saints are no more than a white noise of empty sights. With respect, sir. I'd say empty is no longer applicable. Boom! Woo, Partyzeit, geschafft. Und endlich mal eine geile Villa bekommen hier. Geiles Penthouse. Respekt. Fast Level 4. Habe ich jetzt Level 3/4. Ja, ne, so ungefähr. Und ich habe relativ viel bekommen und wir warten natürlich mal wieder auf JBLP. Wie denn auch sonst, ne? Wie könnte es auch sonst anders sein? Der braucht ja immer ein bisschen länger. Und ja, diese ja, ja, Partyzeit, ja, würde ich sagen, die geht im nächsten Part weiter, oder? Wir haben schon 18 Minuten fast. Partytime. Partytime, genau. Ich würde sagen, das. Home Party bei Yoshi. Ich schicke euch dann die Adresse über Skype, wenn... Yeah, genau, Yoshi. Das machen wir. So machen wir das. Und ja, dann würde ich sagen, let's get ready to party in the next part. Wir sind raus. Ciao. Ciao.